Literaturwettbewerb findet heute seinen grünen Abschluss. Da haben mir die Kollegen eine ganze Menge aufgeschrieben, insbesondere an Abläufen, da soll ich nichts davon vergessen. Wer schreibt, da bleibt, und auch das ist ja etwas, was Sie, also die Schülerinnen und Schüler, die sich beteiligt haben, sich auch zu Herzen genommen haben und tatsächlich etwas aufgeschrieben haben. Als erstes möchte ich dem Mädchenchor des Gymnasiums Wernigerode herzlich danken. Liebe Frau Waldhausen, es ist wie immer eine Freude, Ihnen zuzuhören, nicht nur Ihnen, sondern vor allem Ihren Schützlingen. Toll, dass Sie auch diese Veranstaltung wieder so begleiten und bereichern. Immer schon mal gut. Da heißt es, heute ist Freitag der 13. und dann läuft doch diese schwarze Katze über den Weg. Mann, oh Mann, was ist das für ein Tag? Klasse 5 und 8 hieß, Freundschaft ist das Seil, wenn alle Schritte reißen. Und Klasse 9 bis 12, dein Schicksal ist nicht eine Frage des Zufalls, sondern die deiner Entscheidung. Und ich denke, das war so ein bisschen anspruchsvoll, auch für alle Altersklassen. Und das hat sich ja auch gezeigt. Es haben bis auf zwei Klassenstufen, das muss ich traurigerweise dazu sagen, Klasse 8 und Klasse 9, hat niemand einen Text eingereicht. Aber ansonsten haben also insgesamt über 70 Schüler eingereicht. Und wir können heute also ganz vielen gratulieren zu ihren sehr guten und guten Leistungen. Es bekommt jeder Schüler, der teilgenommen hat, auch eine Urkunde, die heute natürlich eingeladen sind. Ja, die sind ja dann auch etwas ganz Besonderes. Sie wissen auch, dass wir, die Eltern wissen sicherlich auch inzwischen, dass diese Texte weitergereicht werden dürfen, wenn das unterschrieben ist, die sehr guten und guten Texte an den Bödecker Literaturkreis, mit dem wir hier in Wernigerode also auch schon Jahrzehnte zusammenarbeiten. Und jedes Jahr kommt auch ein Schülerbuch raus, also ein Almanach, wo die Texte der Schüler in Sachsen-Anhalt drin enthalten sind. Und in diesem Jahr waren insgesamt, muss ich nochmal ganz schnell nachzählen, insgesamt waren also von uns 5 Schüler, die im Vorjahr hier einen Preis bekommen haben, in diesem Buch wieder mit dabei, sind immer Schüler dabei. Also insgesamt, die heute hier auch einen Preis wieder bekommen. Insgesamt waren es 11 Texte in diesem neuen Buch, was in einem sehr, sehr schönen Rahmen in Halle, im Grunde genommen die Buchpremiere, die in einem sehr schönen Rahmen in Halle stattgefunden hat im April. Und vielleicht ist es ja das nächste Mal genauso wieder, die heute hier vorne stehen und heute ihre Prämie kriegen und heute ihre Urkunde, denn dass sie auch im nächsten Jahr vielleicht in die Einladung aus Halle bekommen, damit haben wir nichts zu tun, nur die Stadt ist so nett und schickt alles an Ort und Stelle, wenn die Genehmigung da liegt, dass das weiter veröffentlicht werden darf. Und dann wissen Sie, das ist also wirklich schon auch für die ganze Familie schon ein ganz besonderer Tag, wenn man so ein Buch dann auch noch in der Hand hat. Ne? Aber man sollte seine Texte, auch wenn sie nicht in ein Buch kommen, man sollte sie ruhig aufheben. Das ist gar nicht verkehrt. Irgendwann mal seinen Enkelkindern zeigen, das habe ich mal geschrieben, das ist von mir. Und das habe ich auch gut geschrieben. Das ist schon was, wo sich auch die ganze Familie dann noch freut. Nach vorne, liebe Mitglieder der Jury, ich lese die Namen mal vor. Als Lehrkraft Frau Nicole Seidel aus der Klassenstufe 5, die Schüler Clara Schulze, Michelle Frömmberg, Piet Klaue und Lotte Heinrich. Dann die Klassenstufe 6 mit der Lehrkraft Julia Anzinski, Schüler Lotta Reder, Ruslan Schweizer, Annelie Kaye und Tillmann Imbeck. Jury Klasse 7 und 10, die Schüler Emmy Hudi, Johanna Helmut, Paul Büttner, Emil Adler und Judith Eilers. Und die Juryklasse 11 und 12 unter der Lehrkraft Linda Reinemann mit den Schülern Chiara Hübner, Melanie Wehrmann und Maria Probst. Das müssten jetzt ungefähr 20 Leute hier vorne sein.
Als erstes hören wir eine Geschichte aus der Klasse 3. Die liest die Mappenschutz vor. Und anschließend hören wir noch eine Geschichte aus der Klasse 4. Und die liest der Vincent vor. Mein Freitag, der 13. Pauline Helling, Klasse 3b. Heute ist Freitag, der 13. Gerade wollte ich zur Schule losgehen, da lief mir durch diese schwarze Katze über den Weg. Weil mir etwas komisch an ihr vorkam, folgte ich ihr in einen alten Schuppen. Plötzlich verschwand die schwarze Katze und im gleichen Augenblick verwandelte sich der düstere Schuppen in eine riesige Versammlungshalle. Ich konnte es kaum glauben, denn auf den Stühlen der Halle saßen keine Menschen, sondern viele hundert Glücksbringer. Ich sah ein Hufeisen, ein Glücksschwein, ein Marienkäfer und auf der großen Bühne stand ein Schornsteinfeger mit einem vierblättrigen Kleeblatt. Als die Glücksbringer mich sahen, redeten sie alle wie durcheinander, bis der Schornsteinfeger "Ruhe!" schrie. Er fragte, wer bist du denn? Ich antwortete, ich heiße Pauline. Wie heißt du denn, lieber Schornsteinfeger? Und wo bin ich hier gelandet? Mein Name ist Schorschi. Ich bin sowas wie der Bürgermeister der Glücksbringer. Du bist einfach in unsere Glücksbringerversammlungshalle geplatzt. Warum müsst ihr denn genau heute eine Versammlung abhalten? Fragte ich. Na, weil heute Freitag der 13. ist, quasselte das Hufeisen dazwischen. Am Freitag, den 13., ist das Unglück so stark, dass es aus dem Unglückslabyrinth auszubrechen und zu euch in die Menschenwelt kommen kann, erklärte mir ein kleiner Marienkäfer. Das Glücksschwein brummte. Ja, genau so ist es. Und weil es dann immer so viele Unglücke gibt, müssen wir uns etwas einfallen lassen. Aber wir haben doch schon versucht, den Chef des Unglücks, diese verflixte schwarze Katze, zu fangen. Sie ist aber viel zu groß für uns, jammerte der kleine Marienkäfer. Ich sagte, ich habe eine tolle Idee. Ihr Glücksbringer, fasst euch alle an den Händen und bildet eine Kette, die sich vor dem Eingang des Unglückslabyrinthes platziert. Kommt die schwarze Katze dann heraus, stolpert sie über eure Kette und wir können sie mit weißer Farbe anmalen. Gesagt, getan. Wir fassten uns also alle an den Händen. Als die Unglückskatze herauskam, brachten wir sie zum Fallen. Das tollpatschige Hufeisen stolperte mit dem weißen Farbtopf in der Hand, sodass die schwarze Katze nur mit weißen Tupfen bespritzt wurde. Die schwarz-weiße Katze floh uns ins Unglückslabyrinth zurück, zu ihrer Unglücksbande. Die erkannten ihren Anführer so nicht mehr und liefen alle weg. Da die Unglücksbande zerstreut wurde, konnte keinem Menschen an diesem Freitag, den 13., mehr ein Unglück geschehen. Ich verabschiedete mich von den Glücksbringern und bin dann doch noch rechtzeitig in die Schule gekommen, da die Glücksbringer als kleines Dankeschön die Schuluhr für mich zurückgestellt haben. Arbeit in Mathe. Mathe, ausgerechnet Mathe. Ich kann alle Fächer, außerhalb Mathe. Heute versuche ich, so viel Pech wie möglich zu haben, damit ich morgen hoffentlich wenig oder auch gar kein Pech habe. Gelernt habe ich auch noch nicht. Es kommt Geometrie, schriftliches Rechnen bis 1 Million und dann noch, egal. Also auf jeden Fall kommen 3 Sachen dran. Am nächsten Morgen versuche ich, so früh wie möglich aufzustehen. Ich bin so wütend, dass wir ausgerechnet heute die Klassenarbeit schreiben, dass ich alles zerstören könnte. Und dann geht's los. Beim Zähneputzen fängt alles an. Zuerst kommt mein 18-jähriger großer Bruder von einer Geburtstagsparty zurück. Wir mögen uns nicht sehr. Er provoziert mich, dann fangen wir an zu kabbeln und dabei zerbricht auf einmal der Spiegel. Das bedeutet 7 Jahre Pech. Jetzt aber erstmal zur Schule. Ich bin nicht einmal 20 Meter gelaufen, da kommt mir schon diese schwarze Nachbarskatze entgegen. Schnell gehe ich an ihr vorbei. Danach komme ich durch eine kleine Siedlung. Dort finden Malerarbeiten statt. Ich merke gar nicht, dass ich durch eine Leiter gehe. So viel Pech an einem Tag. Endlich in der Schule angekommen, erfahre ich, dass wir gleich in der ersten Stunde die Klassenarbeit schreiben. Und schon klingelt es. Die Lehrerin teilt die Aufgaben aus. Wir haben die gesamte Stunde Zeit. Die Klassenbesten sind natürlich schon nach 15 Minuten fertig. Ich brauche 40. Dann geben alle ab.
Gleich in der vierten Stunde erhalten wir die kontrollierte Arbeit zurück. Zuerst schreibt die Lehrerin den Notenspiegel an die Tafel. 6-mal die Note 1, 8-mal die Note 2, 4-mal die Note 3, 1-mal die Note 4 und 5 und 6 gibt es nicht. Das verwundert mich sehr. Bestimmt habe ich die einzige 4. Dann ruft die Lehrerin die Namen der Schüler auf. Mal wieder komme ich als Letztes dran. Ich will mich gerade über meine Zensur ärgern, da bemerke ich, dass ich eine 2 habe. In Gedanken raste ich richtig aus, aber ich versuche mich zu fangen. Meine Eltern freuen sich auch riesig. Also, Freitag der 13. Glücks- und Pechtag. Dass jetzt die Schüler der Klasse 3 erst einmal ihre Auszeichnung bekommen und anschließend die Schüler der Klasse 4 und das macht Frau Lisowski und Herr Dorf, die die Auszeichnung vornehmen. Das gerne. Den dritten Platz in der Klasse 3 hat Elise Hermine Schulze gewonnen. Hier steht, ihr Papa wäre da. Kommen Sie bitte nach vorne. Vielen Dank. Den zweiten Platz haben, das sind zwei, Leopold Handke und Alwin Hein von der Grundschule Franke. Genauso wie. Und der erste Platz geht dieses Jahr an die Grundschule Diesterweg mit Pauline Hennig. Von der Grundschule Franke, Mia Hoff und Mia Sophie Kutzner. Den zweiten Platz Vincent Jokel und Till Dreisbach. Ebenfalls den zweiten Platz. Und ich gehe davon aus, dass da die Schreibwerkstatt der Grundschule Franke dahinter steckt. Ja. Denn den ersten Platz ebenfalls von der Grundschule Franke Marlene Höpting und Jonathan Klappe. Ich möchte das mal dazu sagen, dass die Mia, ich muss es richtig sagen, Mia Maria Kutzner, ist das richtig? Mia Sophie Kutzner, gut. Dass sie also auch in diesem Buch erschienen ist, sie hat voriges Jahr mitgemacht als Schüler der dritten Klasse und ist jetzt schon in einem Buch erschienen, ihre Geschichte. Also das ist schon, man kann nicht früh genug anfangen und dann klappt das auch. Wir gehen weiter mit Klassenstufe 5 und 6. Und zunächst liest erst einmal das Vorlesekind steht hier, Kara Schönherr, ihren Beitrag vor, der auch gleichzeitig ein Beitrag ist, den sie mit eingereicht hat.
Nelani, die Nadeln und die Schatten der Seele. Nelani rannte mit tränenüberströmtem Gesicht durch die alten Gassen auf dem Weg zu einem ruhigen Ort, wo sie ganz allein wohnen konnte. Der Wald. Es waren zu viele Bücher in ihrem Rucksack, der sie mit seinem Gewicht leicht schwanken ließ. Doch sie rannte weiter. In ihrem Herzen waberte dichter Nebel und es liefen Schatten umher, die sie schallend auslachten. Einer zeigte auf eine offene Wunde in ihrer Seele. Sie rannte in diese dichten Nebel hinein, doch sie konnte unter ihren Sohlen spüren, wie der Steinboden zu Erde und Laub wurde. Endlich! Sie erkannte Baumumrisse. Nelani ließ sich schwer atmend auf weiches Moos nieder. Der Nebel waberte nun in ihrem Kopf hin und her. Da hörte sie eine Stimme, ein leises, beruhigendes Rauschen. Die Stimme sagte: Was ist los? Ich befürchte, du brauchst ein Floß, auf dem du dich niederlassen kannst. Nelani erstarrte und im nächsten Moment kam ein Wer bist du? Über ihre Lippen. Ich bin das Gewässer, das du hier siehst. Ich lese in deinem Herzen, wer du bist, eine Verfolgte von Geläster. Erstaunt erkannte Nelani einen kleinen Bach hinter einem Baumstamm plätschern. Hatte gerade der Bach zu ihr gesprochen? Die kleinen Wellen formten ein Inalum, so heiße ich. Hallo Inalum, flüsterte Nelani. Ich bin so traurig, in der Schule versteht mich keiner, nicht einmal Freunde habe ich, stattdessen werde ich nur gemobbt. Sie befürchtete, dass sie sich alles nur eingebildet hat. Schon krochen wieder Nebelschwaden in ihr Herz. Da kam eine Schattenhand und wollte sie ergreifen. Schule? Was ist das denn? Erklang wieder die rauschende Stimme. Dort lernt man wichtige Sachen für das spätere Leben und eigentlich soll man Spaß dabei haben, was bei mir nicht der Fall ist. Nelanis Herz krampfte sich zusammen, aber irgendwie fand sie Nadeln sympathisch. Was tust du, wenn die anderen sagen Buh? Fragte Nadeln. Ich steigere mich hinein und am Ende laufe ich weg, weil mein Herz zu explodieren droht, antwortete Nelani nachdenklich. Inalum erwiderte, das ist schlecht. Ich habe eine Idee, ich es dir mache recht. Du lässt das Böse verhallen, lässt die Bemerkungen an dir abprallen, als hättest du ein Schutzschild. Danke, sagte Nelani. Sie probierte es in der Schule aus, aber sie schaffte es nicht, alles abprallen zu lassen und rannte wieder in den Wald zu Inalum zurück. Der Bach schien, als erwartete er sie. Oh, ich sehe, du bist ganz K.O. Ruh dich aus, ich bin bei dir. Das bleibt für immer so. Nelani legte sich aufs Moos und als die Vögel zwitscherten und Inalum plätscherte, schlief sie ein. Ihr Freund Inalum begleitete sie in einen Traum. Da kamen die Geister wieder und beschimpften sie. Und sie versuchte dieses Mal alles abprallen zu lassen und nichts ging. Der Nebel kam und ballte sich gegen sie. Dann taten ihre Hände etwas Eigenartiges. Die Finger schnipsten und eine Wucht von hellen Strahlen drängte die Worte des Schattens zurück. Nelani wachte auf und die Sonne schien. Sie hatte dank ihres Freundes Inalum eine Lösung gefunden, wie sie sich verhalten kann, wenn sie geärgert wird. Sie braucht sich nämlich nur vorstellen, dass sie eine innere Kraft hat, die alles Böse wegdrängen kann. Nelani ging in die Schule und es funktionierte. Diesmal konnte sie alles abprallen lassen und sie ließ sich nicht mehr provozieren. Nach einer Weile fiel es auch den Lehrern auf, dass Nelani sich verändert hatte und alle Schüler respektierten sie auch immer mehr. Wenn sie Probleme hatte, ging sie zu Inalum und sie beratschlagten sich. Sie genoss die Kraft, die eine solche Freundschaft ihr geben konnte. Die Klassenstufen 5 bis 8 hatten als Aufgabe Freundschaft.
Bereich reißen. Und hier die Frage, ihr habt das eben, also sinngemäß, sagt man vorsichtig, ich habe es nicht genau richtig wiedergegeben, seht ihr, da fange ich auch schon an zu stottern. Ja? Wer schreibt eigentlich solche Geschichten? Was sind das für Menschen? Was sind das für Menschen als Freund? Wer von euch, das gucke ich mal alle Schüler an, dann könnt ihr die Hand geben, ihr könnt sitzen bleiben, kennt die Geschichten von Margit Auer, die Schule der magischen Tiere. Das ist eine ganze Menge, genau. Und wer weiß, wo die Filme gedreht wurden? Hier oben auf dem Schloss, genau. Und wer ist da vielleicht sogar Komparse gewesen? Ja, auch jemand. Und wer ist bei den Buchvorstellungen bzw. bei den Filmvorstellungen gewesen? Auch jemand. So. Und Margit Auer habt ihr erlebt. Und Margit Auer ist, ich sage jetzt mal, eine Frau wie du und ich, hört sich bei mir jetzt mal ein bisschen komisch an. Aber es ist eine Frau, die ganz natürlich ist und das Besondere ist, die ganz natürlich geblieben ist, der ihr Ruhm nicht zu Kopf gestiegen ist. Sie ist eine Frau gewesen, die in der Bestsellerliste unter den Top 10 der Kinderbücher 6 Bücher gleichzeitig hatte. Das muss man erst mal schauen, 6 Bücher unter den Top 10 deutschlandweit. Trotzdem eine ganz normale Frau, menschlich sehr angenehm und sicher auch eine gute Freundin. Und genau das ist die Frage, was ist Freundschaft? Eben ist das schon wunderbar vorgetragen worden. Und dafür danke ich euch herzlich. Wir kommen auch jetzt schon zu den Platzierungen. Ja, die Klassen 5 und 6 vom Gymnasium Wernigerode, Platz 3, Erik Neumann. Wernigerode, Hugo Raphael Miguel Moshake. Und Platz 1, ebenfalls vom Gymnasium Wernigerode, Elise Wagner. Prost. Thank you.
lebendige Rode Teufels gern mal ganz sicher. Etwas für andere Menschen zu machen, was ist Freundschaft? Das ist ja, wie besprochen, auch die Frage, dass ich die Klassenstufe 7 auseinandersetzen musste. Und das ist so ein Alter, 7. Klasse, 13 Jahre, das ist die Zeit, wo Eltern so ein bisschen komisch werden, wo sich die Freundschaften verändern, sich andere Interessen entwickeln und man fängt dann an, mit 7 Jahren sich zu orientieren und muss dann sehr genau hinschauen, wer ist eigentlich meine Freundin oder wer ist eigentlich mein Freund. Gehe ich mit denen nur shoppen? Oder gucke ich mit denen nur aufs Handy? Oder hat die Beziehung zu dem Freund oder der Freundin eine Tiefe, auf die ich mich verlassen kann und wirklich mal Not am Mann ist? Das ist etwas, das haben wir Erwachsenen auch nicht immer rausgefunden. Weil, wenn alle Strick reißen, hat Frieda Bollmann aus der Klasse 7.4 des Gymnasiums Wernigerode einen Text beigetragen, der heißt, wenn alle Stricke reißen. Wenn die Menschen nicht an meiner Seite bleiben, drehe ich mich im Kreis und lass mich treiben. Verliere den Halt und auch das Ziel. Ich weiß nicht weiter, das wird mir zu viel. Dann kommt die Zeit, in der ich an mir zweifle und die Welt um mich nicht mehr begreife. Doch es gibt diese eine Person, die immer zu mir hält, in jeder Situation. Da sie es schafft, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und beginnt mit mir zu plaudern. Über jeden Klatsch und Tratsch, den ich in letzter Zeit vergaß. Und mit ihr zu reden, tut jedes Mal gut, weil sie mich versteht, wie es sonst keiner tut. Sie nimmt mir die Angst, ganz ich selbst zu sein, lässt mich nie im Stich, schon gar nicht allein. Sie war immer für mich da, wenn ich traurig war. Sie war diejenige, die mich sah. Du, mein Freund, bist fürs Leben da. Als Preisträger kommen bitte nach vorne. Dritter Platz, Gymnasium Wernigerode, Hella Walter. Zweiter Platz, Gymnasium Wernigerode, Felicitas Friederike Albrecht. Den ersten Platz Frieda Bollmann vom Gymnasium Wernigerode. So, jetzt kommt es. Hella Walter. Was ist hier? Alles Gute, schön, dass Sie hier sind. Voll schön. Den habe ich hier, die Frieda Bollmann. Das bist du. Auch eine Goldmedaille. Ganz toll. Alles Gute. Und auch dir alles Gute. Schön, dass Sie ihn gemacht haben. Und euer Applaus. Ich möchte auch mal so sagen. Und 12. Da haben wir ja vielleicht die eine oder andere Schülerin auch hier, Schüler. Das Schicksal ist nicht eine Frage des Zufalls, sondern die deiner Entscheidung. Hört sich jetzt mal platt an, klar, ich bin ein freier Mensch, ich entscheide. Aber am Ende ist es so, ihr müsst ja mit Informationen umgehen, die ihr bekommt. Und die ihr bekommt, die müsst ihr werten können. Und damit ihr sie werten könnt, braucht ihr eine Allgemeinbildung, damit ihr erkennt, dass euch nichts vorgegaukelt wird, dass euch nicht Lobbyisten und irgendwelche Propaganda ereilt, sondern eure Entscheidung könnt ihr nur dann sinnvoll treffen, wenn ihr entsprechend vorgebildet seid. Das habe ich jetzt für die Direktoren gesagt. Es gibt eine Buchreihe, eine Trilogie, die das Thema vorher zum Thema Freundschaft und
zum Thema Entscheidung wunderbar miteinander verbindet. Die Trilogie ist 70 Jahre alt. Die Freunde heißen Sam Ganshi und Frodo Beutlin. Und die Kenner von ihnen werden wissen, dass es von J.R.R. Tolkien, der Herr der Ringe, ist. Dass sich Frodo mit seinem Freund auf den Weg macht, um für die Gemeinschaft sozusagen die Welt von den Bösen zu befreien. Und diese Geschichte und dieses Buch ist auch 70 Jahre alt. Ich glaube, man kennt von Tolkien kaum ein anderes Werk. Es gibt noch ein paar Bücher, die großen Fans werden es natürlich kennen, aber die Verfilmung, mindestens dies für ihn eingängig, die Verfilmung leidet daran, dass 50% Gemetzel und Massaker sind. Und wenn ihr das Buch lest, dann werdet ihr feststellen, dass genau da eine Tiefe ist zum Thema Freundschaft, zum Thema Entscheidung, zum Thema Altruismus, der eingehend mich und vielleicht auch euch beschäftigt hat. Entsprechend freue ich mich auf den nächsten Lesebeitrag. Dieser wird vorgenommen. Wie ich meine Zukunft gestalte, entscheide dennoch ich allein. Dabei sollte keiner irgendwie wütend sein. Denn es ist mein Weg, mit Hürden, die mir das Leben manchmal legt. Da ist kein Zufall, der entscheidet. Ich bin es, die über die Hürden schreitet. Mit Tatendrang und Energie, mit einem Lachen und ein wenig Fantasie. Ich treffe Entscheidungen, ganz bewusst oder unbewusst. Manchmal auch nach Laune und Lust. Aber ich habe mein Leben in der Hand und ich kann sagen, dass es durch keinen Zufall, sondern durch mich entstand. Wie verändere ich mein Leben auf dieser Welt? Sind Dinge, die mein Kopf in Frage stellt. Was werde ich machen, um die Glückseligkeit zu erreichen? Ich hoffe, mein Leben wird einem Abenteuer gleichen. Das alles bleibt noch unklar. Vielleicht weiß ich es in einem Jahr, doch im Moment weiß ich es nicht. Genau das ist aber auch keine Pflicht. Solange ich glücklich bin, brauche ich keine Erklärung oder einen tieferen Sinn. Ich entscheide und lebe mein Leben und beschließe, wie meine Zukunft aussieht, eben. Dritter Platz, Klasse 10, Angelina Saatze, Soltutan. Und der erste Platz, Lara Feuerstacke. So, wir holen euch alle vor. Klasse 11. Wir müssen dann nur aufpassen, dass wir mit den Namen nicht durcheinander kommen. Klasse 11, dritter Platz, Gymnasium Werdegerode, Malou de Parade. Zweiter Platz, Jule Patzelt. Und wir haben zwei erste Plätze. Nathalie Wirth und Nele Scharmacher. Ich warne euch schon mal vor, es kommen jetzt noch vier Personen. Dritter Platz. Sophie Rumjan-Zewa. Zweiter Platz, Leandra Arland. Und den ersten Platz teilen sich zwei Schüler. Eine davon ist nicht anwesend, die Maria Evers. Und anwesend sollte aber sein Lennox Schrickel. Erster Platz, 10. Klasse, Lara Feuerstacke. Alles Gute. Tolle. Dritter Platz. Ja. Alles Gute. Weiterhin. Herzlichen Glückwunsch. Toll gelesen. Herzlichen Glückwunsch. Schöne. War ich einfach jetzt schon drüber hier. Ich bin bei Olympia hier. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Nathalie Wirth. Erster Platz. Das ist schon. Ich hoffe auch.
Alle deutschen Leistungskurse, oder? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Nächstes Jahr nochmal, ja. Was ist denn hier? Zweiter Platz, Leandra Arnold. Du musst da hinten stehen. So, wir haben alle von mir nochmal alles Gute. Schön, dass Sie mitgemacht haben. Ja, freuen uns auch auf nächstes Jahr. Gucken. Thank you.
ganz herzlich. Und ich habe nichts dagegen. Wenn die Schüler weiter mitmachen, mache ich auch noch weiter. Sehr geehrte Damen und Herren, das haben wir jetzt alle gehört. Das haben die Direktorinnen und Direktoren gehört, die Lehrer gehört, die Schüler gehört. Also von der dritten Klasse, das ist ja die jüngste Jahrgangsstufe, die mitgemacht hat, bis zur zwölften sind also die nächsten, und wir sind 9 Jahre gesichert. Ja? Also insofern, schön. Wäre wunderbar, wenn Sie das dann auch tatsächlich im dritten Jahrgang bis zum Abitur noch begleiten. Ganz toll. So, damit wären wir auch schon am Ende dieser Veranstaltung. Ich sehe kein großes Veto von meinen Kolleginnen. Jetzt Bruder musste schon los zu anderen ehrenamtlichen Aufgaben. Insofern herzlichen Dank an euch. Ja.